Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Sommer in Mara. Und wir müssen Naimi oder sollen jetzt hier die Blume von Yaya ihr vorbeibringen? Das war unsere Aufgabe, ist unsere Aufgabe und wir stehen hier noch vor dem schicken Leuchtturm. Und dann wollen wir nochmal mit ihr reden. Ist dies die Blume, die du wolltest? Oh ja, das ist eine von Hakus Blumen. Siehst du? Ich bin ihre Enkelin. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass du ihre Enkelin bist, aber du kanntest sie mit Sicherheit. Was kann ich für dich tun, meine Kleine? Lass mich nachdenken. Ich habe meine Insel nie zuvor verlassen. Ich möchte ganz Mara bereisen. Dann wirst du eine Karte brauchen. Es ist lange her, dass ich eine gezeichnet habe, aber ich kann es versuchen. Oh, bitte! Ich möchte jeden Winkel des Meeres erkunden. Du hast den gleichen Abenteuergeist in dir wie Haku. Nein, Yaya hat mich nie reisen lassen. Du warst jung und sie hat sich um dich gekümmert. Ich brauche etwas Papier und Tinte, um eine Karte anzufertigen. Ich habe nicht mehr genug. In dem großen Anwesen aus Marmor, dort drüben, wohnt ein Antiquar. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde mit ihm reden. Okay. Dann werden wir das tun. Im großen Anwesen da hinten. Upsa und upsa. Wollen wir erst schlafen gehen? Frage ich mich. Es ist Nacht. Ja, ich glaube ja, oder? Bevor die wieder zusammenbricht und... die will einfach nur nicht arbeiten. Ist doch so. So. Holen. Okay. Ja, das war die Dusche. Wir haben geduscht, gebadet. Gebad, duscht, gedut, bar, gebäh, bäh. Den Bad geduscht. So. Was hier? Kanal. Ich kann nicht springen. Festgebackt. Okay. Alles klar. Backe, backe, Kuchen. Kommt hier durch. Ja. Muss ich trotzdem noch was futtern? Nehmen wir eine Orange. Nur um zum Boot zu kommen. Hier runter. Nicht da runter, in die Richtung. Das sollten wir aber schaffen. Ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Waren die Kisten schon immer da? I don't know. So. Im Boot schlafen. Ja. 8.30 Uhr. Alles gut. Ist ja nur halb ausgeruht. Ja, das hat sich jetzt mal nicht gelohnt. Naja. Gut, gehen wir mal zum Anwesen. Hallo, Cleffy. Kann ich füttern? Apfel? Okay. Bitte. Du auch? Nö, ich habe keinen Apfel mehr. Lass mich in Ruhe, du Schnorrer! Weg hier. Oh, hallo, Kätzchen. Was ist das eigentlich? Kann man da Geld abheben? Eintreten? Hallo? Hallo! Hallo! Liebes Mädchen, hat dir niemand beigebracht, Erwachsene nicht zu belästigen? Hallo! Ich bin Koa. Sehr erfreut. Und jetzt hör auf, mich zu belästigen. Weißt du etwas über die Dame? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du etwas über die Dame im Leuchtturm weißt. Ich muss mehr über sie erfahren und frage deswegen auf der Insel herum. So spricht man aber nicht mit einem Fremden. Wirklich unglaublich. Es ist eine Schande. Niemand hat heutzutage noch Manieren. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Nun, was hast du aber? Man stellt nicht einfach solche Fragen. Erstens stellt man sich zuerst vor und zweitens ist man höflich zu anderen. Man fragt, wie geht es ihnen? Und wartet danach geduldig eine Antwort ab. Und dagegen bist einfach, und du dagegen bist einfach unzivilisiert. Okay, dann gehe ich jetzt wohl besser. Nein, du bleibst schön hier.
Wo sind deine Eltern? Ich habe keine mehr. Nun gut, dann warten wir, bis ein Erwachsener eintrifft. Bist du nicht ein Erwachsener? Ein anderer Erwachsener. Was machst du hier ganz alleine? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich versuche, mehr über die Dame im Leuchtturm zu erfahren. Gut, ich sehe, du hast bereits etwas gelernt. Was möchtest du denn wissen? Ich muss mit ihr reden, aber sie will nicht mit mir reden. Nun ja, sie ist eine sehr beschäftigte Frau. Es gibt nicht mehr viele wie sie. Könntest du mir bitte beibringen, wie man höflich ist? Hast du keine Eltern? Junge. Habe ich dir doch schon gesagt, dass ich keine mehr habe. Meine Großmutter hat mich großgezogen. Offenbar war sie nicht sehr gut darin. Ey! Schon gut, schon gut. Ich rede jedoch nur mit Leuten, die Kunden dieser Bank sind. Du musst also zuerst ein Konto eröffnen. Die Mindesteinlage beträgt 50 Münzen. Könntest du mir bitte sagen, wo ich bitte 50 Münzen bekomme? Bitte? Das waren 2 Bitte zu viel. Du kannst die Münzen verdienen, indem du anderen Händlern Dinge verkaufst. Zum Beispiel den alten Guidos am Hafen. Vielen Dank, mein Herr. Bing, ja, kann ich machen. Hier. Wie geht's Ihnen heute, mein Herr? Sehr gut. Und Ihnen, wie geht es Ihnen heute? Ausgezeichnet. Und wie war ich? Wie bitte? War ich höflich genug und so? Ja, das war sehr gut. Yippie! Hier, ich habe das Geld dabei, um ein Konto zu eröffnen. Gut, möchtest du ein Konto mit oder ohne Dispositionskredit? Wir haben einige brandneue Produkte mit fantastischen Vorteilen im Angebot. Was? Ich habe ein Anlagekonto, das perfekt für dich wäre. Unsere Bank investiert dabei jährlich 20% des eingezahlten Betrags für dich. Ich möchte nur wissen, wie ich höflich zu der Dame sein kann, bitte. Aber das Konto? Ich bin nicht interessiert. Behalte das Geld. Was? Etwas merkwürdig, aber in Ordnung, ja. Nein. Den Gruß der Marine auszuprobieren. Wie geht der? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wirklich? Das hat meine Großmutter immer gesagt. Das sollte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass du sie allein lassen wird. Nur weil du nett zu ihr bist. Wir werden sehen. Jetzt haben wir dem 50 Münzen geschenkt. Ist das der Ernst? Raus mit dir, Kind. Du verkraulst mir die Kunden. Yo! Ah, das war jetzt aber, das war teuer. Das war teuer. Ich dachte, wir kriegen ein Konto, Mann. Wo soll ich denn wissen, dass er uns abzieht? Der hat uns dann noch nicht mal abgezogen. Wir haben uns selber abgezogen, Mann. Ey, das gibt es nicht. Unglaublich. Ich bin sehr enttäuscht von uns. Ja, ich habe keine Zeit, jetzt auch mit dir zu labern, Mann. Ich bin sauer. 50 Münzen. Weißt du eigentlich, wie viel ich dafür verticken muss? Hört sich ein bisschen komisch an. Verticken. Also, ey, da ist noch eine... Kennen wir die schon? Hallo? Hey. Dich kennen wir doch noch gar nicht, oder? I've stolen myself from the road and I'm waiting for sweet love. Oder kannten wir den doch schon? I don't know. Doch, kannten wir schon. Fehlen immer noch 2 Krabben, die hier irgendwo auf der Insel sein sollen, ne? Na, hier müssen wir später nochmal gucken hier. Wir müssen jetzt erstmal zu dem großen Anwesen. Junge, zieht der uns ab, Alter. Nee, wir haben uns ja selber abgezogen. Ah, so ein Shit, ey. Oh. Zeig mal her. Nice. Oh, schöne Blumen. Ich mach das nur... Ich brauch die. Ich bin arm. Sieht mich doch an, ich bin ein Kind, die keine Eltern mehr hat. Keine Großmutter, nichts. Gar nichts. Gar nichts gemacht. Nur 2 Blumen gepflückt. So. Okay, Mucke wird ein bisschen anders. Lass mich raten, sind das unsere Eltern vielleicht? So? Nee. I don't know. Handeln? Auf dem Modellboot, Libelle, Fernglas, 2. Papier. Hä?
Ei, acht. Wer ist da? Ich bin Chor. Ich kenne keine Chor. Ich bin Aguilar, ein Adliger der Elite. Wer schickt dich? Saimi, die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt, da bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat seinen Preis, kleines Wesen. Hast du genug Geld? Besorg dir ein paar Münzen, um Papier von Aguilar, dem Elite, zu kaufen. Was bringt dich hierher, Mädchen? Nichts Bestimmtes. Ich schaue mich nur auf der Insel um. Warum lebst du so weit weg von den anderen? Ich mag andere Menschen nicht allzu sehr. Hey, weißt du, wie man taucht? Na klar, ich bin eine Abenteurerin. Sehr gut. Laut meinen Notizen gibt es in der Nähe einen Graben, in dessen Tiefen ein vor langer Zeit versunkenes Boot zu finden ist. Könntest du für mich zum Wrack tauchen und mir dessen Fracht bringen? Was für eine Ladung. Ein Andenken, ein Schmuckstück vom Meeresboden. Kommt sofort. Hallo, Koa. Hallo. Wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Laut meinem Tagebuch ist der Mann in dem Anwesen ein zwielichtiger Bursche. Sei vorsichtig. Ja, sicher. Die Sache ist nur, ich brauche Papier und das ist sehr teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich? Natürlich. Ich bin dein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier erstellt. Toll. Und wirst du mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Harz ernten. Dann musst du nur das Rezept befolgen. Ich habe schon vor Jahren in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Verrät das Rezept auch, wie man Tinte herstellt? Nein. Ach, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Wer? Wer? Edegan, der Bankier. Oh, dieser Langweiler, mit dem komme ich nicht so gut klar. Das ist verständlich. Aber ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier herstellen. Die Tinte hole ich danach. Okay. Okay, wir können Papier herstellen, Leute. Nice. Nice. Na, stehst du hier so rum? Wir haben keine Tinte mehr nieren. Okay. Also wir wissen nicht, wie man taucht. Ne? Für Aguilar. Aber ich denke mal mit einer Taucherbrille. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht mit meiner Aufnahme. Das zappelt so. Jetzt geht's gerade. Komisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video so zu sehen ist. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch mal in die Kommentare. Schreibt doch mal Kommentare. So, auf zum Boot. Jetzt haben wir so viel Kohle verloren. 50 Münzen, das ist übelst viel. Können wir irgendwas verticken? Ey, wir haben 0 jetzt, oder was? Hä? Ne, 80 habe ich. Lasst mich alle in Ruhe, ey. Das Abzocker hier, geh weg. Wirklich nicht. Kann man hier irgendwas machen? Nee, okay. Einmal runter und hier wieder rauf. Und ab geht's. Ab nach Hause, erstmal Papier herstellen. Tschüss. Ihr seid mir alle eine tolle Hilfe. Das Spiel ist so ein bisschen aufgebaut. Man soll was lernen fürs Leben, ne? Nimm was und gib was dafür. Und ein bisschen so wie jedes Spiel. Ich brauche was, der andere braucht auch was. Ich kann das erst machen, wenn du das und das machst. Naja. Naja, naja, naja. Gucken, ob wir genau auf den Steg kommen. Ich bin gespannt. Nein. Okay, das schaffen wir, glaube ich, eh nicht. So, willkommen auf unserer Insel. Okay. Orange.
Auberginen. Ja, nehme ich mit. Sehr lecker. Sieht so richtig fruchtig-muchtig aus. Mm. Hier hinten noch in unserer... weiß ich auch nicht, in unserem Obstgarten, Plantagen, Allee oder so? Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Okay. Nichts, die sind, glaube ich, noch zu klein. Oh, geil. Der Kirschbaum rockt. Ich sag's euch, Leute. Boah, das wird so geil, ne? Wenn du dann hier stehst, hier die Kirschbaum, da der Kirschbaum und die kommen noch mehr hin. Oh. Hat er schon eine Kirsche vielleicht zum Ernten? Nee. Kann man da auch durchlaufen? Ja, okay. Kirschbäume sind durchlaufbar. Okay, wir müssen gießen. 1, 2, 3. Shit, den da hinten haben wir. Oh. Ja, schade. Okay, gut, dass wir... Oh. Oh. Hä? Auch? Nein. Nein. Es muss wieder regnen. Wir brauchen noch einen Brunnen, oder? Hey, doch unnormal, Leute. Wie viele Brunnen sollen wir denn haben? Ey, da regnet es irgendwie mal 8 Tage hintereinander quasi. Oh, 2 Kirschen direkt, Leute. Oh. Wird das geil. Und keine Äpfel. So, ja, ich weiß, wir müssen 1, 2 Sachen herstellen, aber... Kirschen. Einfach Kirschen. Leute. So, sehen. Kirschen. Und zwar würde ich den gerne hier hin haben, irgendwie. Ein bisschen weiter weg vom Weg. Der soll ja. Hier. Was? Oh, cool, Alter. Ich schwör's dir. Das ist eine Brombeere und beruhig dich, Mann. So, die andere Kirsche soll jetzt hier drüben. Und auch nicht zu nah. Hier vielleicht. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob es zu nah war. Kriegt man die wieder raus? Nee. Shit. Hm, naja, zur Not fällen wir das Ding wieder. Kann man das jetzt schon wieder fällen? Ja, okay. Naja, gut, ist dann halt so. Wir haben ja 1, 2, 3 ausgewachsene. Da sollten wir wohl die eine oder andere Kirsche dann bei rauskriegen. So. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen Papier herstellen. Werkzeuge haben wir nichts. Werkstatt. Papier. Okay, 2 Harz, 1 Papier. Wir stellen mal 1 her. Jetzt habe ich das Papier. Jetzt muss ich mit Edik ansprechen. Ich habe zwar keine Lust... Aber die Bank ist nun mal der einzige Ort, an dem es Tintenfässer gibt. Okay, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen und beenden die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Es regnet! Geil. Bis gleich. Tschüss.